Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl oldu? Fatiha. Eher. Hat uns erschaffen, weil seine Freude haben wollte. Und bevor wir erschaffen wurden, existierte nur der eine und einzige, und das ist Allah Ta'ala. Und er wollte eine Hadra haben, eine Halka haben, einen Kreis haben um sich herum, ein Kreis, das um ihn herum sich dreht. Dafür hat er uns, den Menschen und die Menschen erschaffen. Zuerst hat er die Engel erschaffen und auf sieben Stufen des Himmels ist ein Engelvolk. Und jede Engelvolk, jede Stufe des Himmels hier ist sich im Drehen wie ein Atom. Jedes Atommolekül, Neutron, Elektron dreht sich. Das Wasser dreht sich, die Welt dreht sich, die Sonne dreht sich. Alles dreht sich um was? Um ihn, um den einen und einzigen. La ilaha illallah. Um Allah, den Herrn, Sultan der Welten. Dreht sich alles. Und wenn wir uns drehen und einen Kreis bilden, dann bilden wir und drehen wir uns nur um den einen und einzigen. Das ist unser Herr. Wie haben Sie das gefunden, wie die Leute aus Palästina haben sich verhalten, wie haben Sie mitgemacht, diese Hadra, die Leute, die da waren? Sie sind wie Roboter. Sie brauchen mehr Gefühl. Sie sind wie versteinert und sie müssen hier locker gemacht werden. Und deshalb müssen wir hier mehr solche Veranstaltungen machen. Sie sind von alles Leid und Schwere, was dieses Land bekommt und jeden Tag tagtäglich erlebt, sie haben keine Freude mehr. Und sie brauchen Freude. Freude ihrer Seelen. Die Herzen sind betrübt. Wie finden Sie Ihre Reise bis jetzt hier in dieses Land? Und wie finden Sie die Sufi aus Palästina? Wie finden Sie die Reise bis jetzt in diesem Land? Und wie empfinden Sie die Sufis hier in diesem Land? Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen. Sayyidina Musa alayhi salam hat uns schon ein paar Mal eingeladen. Und ich habe sogar am Makam übernachtet. Dieses Mal ist es ganz besonders. Das fühlen unsere Herzen auch. Wir haben dieses Mal mehr Freude und als ein Höhepunkt. Es passiert jetzt etwas. Schauen wir mal, was passiert. Dankeschön. Ich bedanke mich. Assalamu alaikum.